Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Heute mal ein Video, das sich einige von euch gewünscht hatten. Und zwar, ich soll doch mal zeigen, wie hier so meine Morgen-Stallroutine aussieht. Jetzt gerade hier zur Tür reingekommen. Hier links stehen die Jungstuten, die gucken mich schon an. Die haben hier ihren Restheu noch hier vorne liegen von gestern Abend. So sieht das aus. Hier ist unser Strohvorrat, da ist auch noch Heu. Und das hier ist Yuki, da haben wir Jogurette gerade abgesetzt, deswegen steht die jetzt nachts hier alleine, geht aber jetzt auch mit auf die Wiese mit den anderen. Hier sind die Stuten, gucken mich alle mit ganz großen Augen an, fressen auch noch ihre Reste, genauso wie die Isländer. Wie siehst du aus? Hilfe, jetzt mal ins größte Schlammloch geschmissen. Naja, jedenfalls nehme ich euch jetzt ein bisschen mit hier, wie das so hier morgens aussieht. Wenn ich den Stall hier fertig mache mit Füttern, Ponys raus, Misten und so weiter. Ich hoffe, ich denke auch dran, alles zu filmen. Ich bin dann schon mal so im Flow. Dann vergesse ich das schon mal. Ja, da kommen die anderen auch schon rein. Das ist jetzt kurz nach 8. Meistens fütter ich so um kurz nach 8, Viertel nach 8. Die Katzen sind auch schon am Start. Die kriegen nämlich morgens auch was zu essen. Die verfolgen mich dann auch schon. Und ja, jetzt fütter ich erstmal eben die Easys. Die Ponys gehen heute auf die Wiese. Deswegen werde ich die direkt rausschmeißen, weil dann kann ich nämlich viel entspannter misten. Is this all that you dreamed it? Katzen sitzen schon vom Schrank beim Katzenfutter, aber ich schmeiße jetzt erst die Ponys raus. Und zwar ist es so, dass die Jungstuten eine Halfter auf der Wiese draufkriegen tagsüber. Normalerweise gehen die alle ohne raus, aber je nachdem, wenn ich die Ponys nicht selber reinhole, dann ist das einfacher für denjenigen, die zu sortieren, weil die ja hier vorne in diese Box kommen. Deswegen kriegen die einen Halfter drauf, dann wissen die genau abends beim Reinholen, ist schon mal, wenn ich Spätdienst habe zum Beispiel, holt immer netterweise dann schon mal jemand von den Einstellern hier rein. Dann wissen die genau, okay, die Ponys mit dem Halfter müssen hier vorne rein, weil die sehen sich halt alle super ähnlich. Und gerade hier sind ja drei Mushrooms dabei und Emmy als Fuchs. Und ich habe halt einfach viele Mushrooms und Füchse. Die Farbpalette ist gerade so ein bisschen einseitig. Es ist irgendwie sehr viel Creme und Rot in allen Variationen. Unbewusst, so ein bisschen ungewollt. Hätte das eigentlich lieber, dass sich das wieder ein bisschen durchmischt. Bin schon ganz froh hier mit Lollipop und Wolke. Ja, zumindest mal ein bisschen grau reinbringen. Ja, und Peach mit Schwarz, aber dann wird es auch langsam, ist alles irgendwie so sehr ähnlich. Aber genau, deswegen bekommen die jetzt erstmal ihre Halfter drauf. So, die Damen sind aufgehalftet. Das gleiche mache ich jetzt hier noch bei Yuki, damit die keiner mit Peach verwechselt. Und dann mache ich draußen alles startklar und baue die Schleuse auf, dass sie einfach rauslaufen können. Ja, es regnet ein bisschen, aber soll nachher trocken sein. Die Ponys gehen trotzdem raus. Sie sind dann immer, man wird es gleich sehen, sehr angepisst, obwohl sie waren gestern drinnen, weil wirklich richtig schlechtes Wetter war. Vielleicht sind sie heute motiviert, da rauszugehen. Und ich habe hier einmal, mache ich hier zu. Dann haben die da hier diese Schleuse, wo die hochlaufen. Dann mache ich noch einmal da oben über den Weg zu und das Tor auf und dann können die eigentlich so hier rausdüsen. Aber abends rein geht meistens schneller als morgens raus. Die bleiben alle hier unten stehen, dann gehen die wieder zurück, haben keinen Bock. Also ich muss sie immer ordentlich rausscheuchen. Und so sieht das jetzt von oben aus. Also das ist die Wiese. Die laufen ja bis da hinten rüber, das Tor aufgemacht, die Seiten zugemacht. Da liegt jetzt der Strom am Boden, deswegen knackt es so laut. Und dann kommen die hier hochgelaufen, im besten Fall. Sie haben ja immer nicht so Bock. Naja, ich gehe jetzt mal hier runter. Aber es ist halt viel praktischer. Ich habe die ja sonst einzeln hier hochgeführt und dann hier in die Wiese rein. Und mit dieser Schleuse ist es einfach ja so eine mega Zeitersparnis. Ich meine, ich habe sonst immer drei oder vier Ponys am Strick gehabt, hochgeführt, die nächsten geholt. Und so gehen halt alle auf einmal raus. Das ist halt super praktisch. So, als erstes ist da jetzt schon die Yuki unterwegs.
Hier wird schon Schlange gestanden. Ich habe hier schon was zum Scheuchen in der Hand, weil die, wie gesagt, teilweise dann echt nervig sind oder auch hier falsch abbiegen wollen oder der erste direkt mal an der Tür stehen bleibt. Ja, genau. Estelle, bitte gehen Sie weiter. Dann ist noch alles schön dreckig, noch vom letzten Mal. Ja, und eigentlich wissen die, dass man da hinten hergehen muss, wo Yuki jetzt ist. Aber wie gesagt, hier ist manchmal wenig Motivation. Da sind welche abgebogen, deswegen warte ich jetzt, bis alle draußen sind. Meistens, wenn mal so die ersten drei oder vier drin sind, dann geht's draußen sind, also in der Wiese drin sind, dann geht's irgendwann. Aber so richtig eilig, nun ja, es ist immer noch, glaube ich, keiner da vorne rausgegangen. Das ist das Problem. Aber ja, ich muss jetzt mal eben hier stehen bleiben, weil sonst biegen wir nämlich alle in diese Richtung ab und rennen da hinten rum. Es gibt ein großes Getummel, Hollywood. Da kommt Vicky mit ihren Zöpfen. Sehen noch gut aus, die Zöpfe. Hallo. Und ja, Heaven steht noch in der Box. Das macht die auch super häufig. Die bleibt einfach mal da drin. Die muss ich meistens sogar aus der Box rausholen. Aber da vorne tut sich was. Komm weiter. Komm. Weiter. Hopp, hopp. Alle Mann. Komm. Du auch, Ginny. Und Heaven? Du hast so gar keine Lust, Davy. Heaven, guck mal, hallo. Hallo, die anderen sind weg. Die anderen sind weg, ne? Ja, da biegen sie auch sehr gerne ab. Hier. Eine Runde drehen, da sind nämlich die Futterkisten, die sind aber zu. Püppi, oh nein, da liegt Brot. Ja, genau. Das gibt dann immer hier Chaos. Raus hier, raus hier. Bitte gehen Sie jetzt. Das ist auch typisch, da vorne, ne, Schoki. Die hat auch immer überhaupt keinen Bock. Die macht nur Kacke, wenn die rausläuft. Die macht nur Mist. Ich glaube, jetzt legt sie sich erstmal dahin und wälzt sich. Oder überlegt sie sich nochmal? Nein, sie wollte aber gerne. Yuki ist auch schon wieder da. Komm weiter, Vicky. Heaven ist immer noch da hinten in der Box. Jetzt lassen wir aber erstmal hier die Jungstuten raus. Schoki steht immer noch hier rum. So. Ist der Großteil schon mal draußen. Muss mal eben hier stehen bleiben. Hinter mir sind aber noch zwei Stück. Schoki, ja, hat sich schon wieder da. Ach, dieses Pony, also dieses Fohlen ist auch echt normal. So, und ihr geht mal, komm, weiter. Aha, die ersten sind auch schon oben angekommen, oh Wunder. Die Fohlen beeilen sich, geben Gas. Und jetzt, ja, hier, das ist doch auch, also die ist doch einfach, die ist doch nicht, also was stimmt mit diesem Fohlen nicht? Weiß das jemand? Heaven, geht mal. Und du? Sag mal, du bist auch nicht ganz normal, oder? Also wirklich. Jetzt gehen wir mit. Jetzt sind da zwei wieder reingekommen, in die Jungstutenbox gelaufen. Das ist auch immer ein großer Spaß. Hier, Püppi, komm. Geh, Püppi. Geh, du kannst draußen ein bisschen Gras fressen. Komm, geh, Püppi. Hopp, geh. Geh, hopp, geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Hopp. So, ich glaube, das ist aber jetzt die letzte, die hier hinten drin ist. Und hier. Danke. Wir haben ja natürlich auch keinen Respekt vor irgendwas, muss man ja leider auch sagen. Jetzt biegt Püppi da erst noch mal rechts ab. Komm, hopp, komm, raus, Püppi, komm, nein, raus, raus hier. Hier muss ich noch misten, geh. Oh, da kommt schon wieder eine rein. Das ist doch nicht normal. Nein, und Emmy auch raus. Emmy auch raus, hopp. Ich brauche jetzt mal gerade beide Hände, glaube ich. So, die Ponys sind alle draußen, sind schon, ich habe es jetzt gerade nicht gefilmt, aber schon 10 Minuten hier wild rumgaloppiert. Erst tun sie ja mal so, als wäre das echt eine Höchststrafe, dass die raus müssen. Wirklich wie so, keine Ahnung, als wären sie irgendwie in der Wüste geboren, so, keine Ahnung, Araber, was weiß ich. Und nicht auf den Shetlandinseln, wo ja es nun mal auch viel regnet, ne? Aber dann sind sie erst mal 10 Minuten hier rumgerast, vor allem die Fohlen, die düsen ja mal. Da hinten will sich jemand hinschmeißen zum Wälzen, oder doch nicht, überlegt noch. Und ja, jetzt grasen die da ein bisschen an den Resten rum und heute Nachmittag hole ich sie wieder rein. So lang sind die im Moment auch nicht draußen. Es wird ja auch relativ früh dunkel und irgendwann dann haben die auch keine Lust mehr. Ich meine, es ist jetzt auch nicht das Mordsfutter da drauf, dass die sich da satt fressen könnten. Deswegen gehen sie dann so am späten Nachmittag wieder rein und können dann über Nacht gemütlich ihr Heu fressen. Und ich gehe jetzt mal ja, misten, fegen und so weiter. So, so verwüstet sieht übrigens hier morgens die Box aus, wenn die natürlich alle die ganze Nacht hier drin waren.
Und im Moment, wenn es regnet und die natürlich nass abends reinkommen, das ist natürlich immer ein bisschen problematisch, weil natürlich auch die Einstreu dann schneller nass wird. Aber kriegen jetzt gleich richtig dick frische Stroh darüber. Dann haben sie es wieder schön trocken und warm. Und wir machen das ja so, dass wir ungefähr alle 10 Tage die komplette Box mit dem Radlader leer fahren. Also da hinten können wir ja die großen Türen aufmachen, mit dem Radlader hier reinfahren. Dann fahren wir die komplett leer, streuen dann unten mit Leinstroh ein, kommen so 3 Ballen da rein und dann halt jeden Tag frisches Stroh oben drüber. Das Leinstroh machen wir unten drunter, damit es ein bisschen besser saugt und der Boden nicht so rutschig ist. Und dann kommt halt jeden Tag richtig dick frisches Stroh oben drüber und alle 10 Tage wird dann einmal alles komplett neu gemacht. Sowohl hier wie auch bei den Isländern drüben. Bei denen ist immer so auch natürlich so ein bisschen, weil die ja den ganzen Tag rein und raus gehen können auf die Wiese, wie sie wollen. Die kommen natürlich ständig nachts rein und die gehen auch ehrlicherweise hauptsächlich zum Pinkeln rein in Stroh. Deswegen ja, machen wir da alle ungefähr alle 10 Tage einmal alles leer. Und dann passt das, genau. Und gefüttert werden die abends, also die kriegen hier diese 4 Boxen komplett mit Heu voll gemacht, das Heunetz wird komplett voll gemacht und hier außen, hier hinter mir und auch da vorne kommt nochmal ordentlich was auf die Stallgasse, wo die auch noch fressen können. Und man hat es ja vorhin gesehen, die haben morgens immer noch so ein bisschen Reste, also die haben nie, ist nie so, dass die komplett ohne Futter da stehen, auch in den Boxen sind unten noch Reste drin. Und dann wird das alles wieder komplett aufgefüllt. Ich fahre jetzt mal hier den Mistturm raus und dann gibt's ordentlich frisches Stroh. So, da ist einmal frisches Stroh drin, alles sauber. Jetzt mache ich noch eben die Box von Yuki, die Einzelbox in der Mitte und die Box von den Jungstuten. Dann ist das soweit fertig. Dann fülle ich noch Wasser auf, mache hier die Tränke noch sauber. Die Minis haben ja so eine beheizte, selbst nachlaufende Tränke. Und dann noch mal einmal alles fegen und dann bin ich theoretisch mit dem groben Stalldienst schon mal durch. Dann kommen halt schon mal noch klar andere Sachen dazu, wenn man mit den Isis irgendwas macht oder die kriegen auch noch ihr Futter. Und ja, bei dem aktuellen Wetter passiert aber heute hier, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Als nächstes, wenn ich damit fertig bin, das wissen die ganz genau, sind hier die 4 eigentlich. Die Mutter hat sich gerade da links versteckt. Alle 4 dran mit ihrem Futter. Das sind ja unsere ehemals Katzenbabys, diese Wildbabys, die wir hier gefunden haben. Sind ja mittlerweile kastriert. Ein Kater, 2 Mädchen. Und die Mutter, die kommt auch noch regelmäßig vorbei. Die ist halt nur scheu. Also die sitzt jetzt da irgendwo in der Ecke und wartet, bis ich gefüttert habe. Und dann kommt die. Und die kriegen morgens dann auch noch ihre Ration. Wie man sieht, man wartet dringend da drauf. Da ist die Mutter. Da wartet. So, sobald ich weg bin, sind dann nämlich alle 4 da. Oh, jetzt kriegt es auch noch einen drüber. Der arme Katzenmutter. Ja, aber die schleicht sich da gleich mit dran und frisst da auch ihre Portion mit. Jetzt mache ich noch das Futter für die Ponys heute Abend. Die kriegen ja alle in ihre Tröge so ein Zuchtstutenfutter. Das ist dieses hier und dieses auch. Das fülle ich um, mache mir so einen großen Bottich hier voll, damit ich das in die Tröge auffüllen kann. Hier drunter ist das Futter von den Isis. Hier sind so diverse Zusatzfuttermittel, die das ein oder andere Pony eventuell kriegt. Da wird auch immer viel nachgefragt, kann ich einmal zeigen. Und zwar haben wir hier das Olimond Power, das bekommen die Isländer. Das normale Olimond, das ist Zink, das bekommen die Isi-Stuten. Die hatten einen massiven Zinkmangel, als sie aus Island gekommen sind. Das ist Leinöl, das ist das Erdigest, das ist für Pferde mit Atemwegsproblemen. Das bekommt der Djaukni, der hat eine Heustauballergie. Das ist für Äthiopien, das ist für die Hufe, das hat sie für die Hufe bekommen. Das ist Biotin, das hat auch Äthiopien bekommen. Ja, da kriegt jeder so ein bisschen was. Also die Minis bekommen nur das Olimond an Zusatzfutter. Hier das Hämolytan, das bekommen die Stuten um die Geburt rum. Das ist so ein Power, so ein Energiegeber. Das kriegen die um die Geburt rum. Dann haben wir hier noch normales Mineralfutter. Und dann hier, das ist auch nochmal ein Easy-Futter. Das ist Mesh, das bekommt der Schimmel im Winter. Er hat ja letztes Jahr die Verstopfungskolik, wahrscheinlich, weil er ein bisschen zu wenig gesoffen hat. Und ganz hinten ist Eczema-Müsli, das ist auch von dem Schimmel, also vom Flaytier. Also die 2 Sachen, wie gesagt, das ist von den Easys. Mineralfutter, diverse Zusätze, wobei also da nicht jeder jetzt hier alles bekommt, sondern es sind halt vereinzelte Sachen. Wie gesagt, Jauken mit der Atemwegsgeschichte, Öl, Äthiopia, tragende Stuten und das Olimond bekommen alle. Zink bekommen die Isis.
Ja, genau. Und wie gesagt, das hier ist das Zuchttotenmüsli. Und das fülle ich mir jetzt um. Und dann bekommt jedes Pony eine Schaufel. Also immer hier so eine Schaufel bekommen die am Tag. Hiermit fülle ich mir das um. Da kann man auch ganz gut sehen, wie viel Gramm das ungefähr sind. In eine Schaufel passen ungefähr 800 Gramm. Also eine tragende Stute, zum Ende der Trächtigkeit eine tragende Mini-Stute. Die kann also ungefähr hiervon die Hälfte fressen. Beziehungsweise ich nehme dann immer das hier zum Verteilen. Das kommt dann ungefähr hin. Für die Minis ist verteilt und die Isis und Gummibärchen, die bekommen hier so ein Mineralriegel, so ein Mineralbrikett. Jeden Tag Kraftfutter an sich bekommen die eigentlich nur an den Tagen, wenn sie auch geritten werden. Ansonsten brauchen die ja nichts, die bekommen auch nicht viel. Äthiopia und Baujahr natürlich mit Fohlen, die bekommen immer was. Äthiopia ja auch noch zusätzlich ihr Futter für die Hufe und das Zink beide. Die bekommen nachher noch ihre Schüssel, aber wie gesagt, der Mineralriegel hier, den bekommen jetzt schon mal alle. Und hier sind schon Fake hier und Äthiopia. Da kriege ich das jetzt mit einer Hand hin. Ablegen die anderen Riegel. Fake hier. Äthiopia. Die Fohlen fressen die noch nicht so. Baujahrs Fohlen steht auch da hinten. So, dann haben wir hier den nächsten Gummibär. Gummibärchen. Da ist Jaukni. Da ist Flate hier und ich glaube Baujahr. Nee, die ist unten auf der Wiese. Die ist gerade noch nicht da. Dann bekommt die ihren Riegel später. Du siehst auch gut aus. Genau, und die Isländer werden nachmittags gemistet, also hier drin gemistet und eingestreut. Und auch draußen, die haben hier nochmal einen gepflasterten Teil hier vor. Da kommt Äthiopias Fohlen, hat natürlich jetzt ein paar Tage durchgeregnet. Wir haben hier auch nochmal drei Heukisten, da, da und da vorne. Willst du jetzt so einen Riegel? Die Fohlen sind da irgendwie noch nicht so, oder? Doch? Ja, dann nimm ihn mit und gucken, ob er ihn schafft. Dann haben die hier das Weidezelt und hier diesen riesengroßen Sandpaddock. Da hinten ist eine beheizte Selbsttränke. Da hinten stehen die Minis auf der Wiese. Und ich denke mal, Baujahr wird noch unten auf der Wiese sein. Es fehlen ein paar Pferde hier oben. Da vorne steht sie. Genau, die können also so, wie sie möchten, hier runter auf die Wiese gehen. Wird natürlich jetzt auch alles matschig. Da unten ist das Tor runter ins Tal, also die können jetzt aktuell, da ist ein Tor und da hinten ist ein Tor. Hier sind nochmal zwei Wiesen geteilt, also hier geht noch so ein Gang rüber, sind insgesamt drei Stücke, sodass wir da im Sommer immer wechseln können. Aber jetzt aktuell können die alle drei Wiesen einfach noch mitnutzen, so ein bisschen. Fressen ja eh voll Heu, aber können da auch noch so ein bisschen rumkauen. Und da kommt Baujahr jetzt doch auch. Also ich doch, jetzt habe ich deinen Riegel verfüttert, jetzt will ich einen neuen holen. Jo, von daher haben die hier genug Platz? Ja, du musst schon außenrum gehen. Hier kommt man nicht hoch. Hier ist ein Zaun. Haben die genug Platz? Und wie gesagt, wenn es jetzt richtig matschig wird, also die liegen tagsüber, gerade wenn es sonnig ist, liegen die total viel auch hier auf dem Paddock und schlafen. Und wie gesagt, der wird nachmittags abgeäppelt. Das machen alle Einsteller im Wechsel. Jeder hat einen festen Tag abends. Und da wird halt hier abgeäppelt, drinnen gemistet und gefüttert abends. Also das und je nachdem, wer da ist, dann holen die mir auch abends die Ponys rein oder wenn ich Spätdienst habe, dann lassen die Ponys reinlaufen. Die sind ja eh komplett fertig mit Misten und allem drum und dran. Hast du gegessen, deinen Riegel? Ja, glaube schon. Oder hier in die Kacke fallen lassen? Ja, auch nie. Na? Hast deinen Riegel schon gehabt? Gummibär auch. Du hattest ihn auch schon. Genau, so läuft das hier bei den Isis. Wie gesagt, da fütter ich nur morgens und der Rest wird nachmittags gemacht. So, jetzt mache ich noch die Tränke von den Minis sauber. Die hängt ja normalerweise da. Die kann man ganz einfach abhängen. Und dann, ob ich das mit einer Hand hinbekomme, ich die hier aus. Und das ist ja ohne so viel Überschwemmung. Mit einer Hand geht es schon mal schwierig. Und habe dann hier so ein Bürstchen. Damit mache ich die dann richtig sauber. Und da brauche ich jetzt gerade mal beide Hände. So, die Tränke hängt wieder. Sieht man hier, die läuft von alleine voll. Da ist ein Schwimmer drin. Also immer, wenn ein Pony trinkt, läuft die Tränke gleichzeitig nach. Und wir haben hier einen beheizten Schlauch dran.
Wir sind hinten an unserer Wasserversorgung und der ist quasi ja, eine elektrische Heizung komplett drin. Die wird hinten eingesteckt und somit haben die Ponys A im Winter immer lauwarmes Wasser. Hier unten wird gerade gezankt. Immer warmes Wasser, also die müssen nur eiskaltes Wasser trinken und es friert nicht ein. Also bisher, toi toi toi, hat es auch immer super geklappt, ohne Probleme und somit fällt auch hier das Wasser auffüllen und so weiter flach. Und wir hatten sonst Bottiche in der Box drinstehen, das war aber immer super nervig, weil dann haben die da reingeäppelt, dann haben die drin geplanscht, dann haben die umgeschmissen und so ist das eine sehr, sehr praktische Lösung. Und morgens mache ich das einmal sauber, haben die jetzt frisches Wasser, das sieht morgens wieder aus wie Sau, weil die natürlich mit Heu da reintunken oder auch hier, wenn die dann hier ne, ihr Kraftfutter heute Abend essen, dann da rein was bröseln und so weiter, aber ja, ich mache es einmal am Tag sauber, das muss dann reichen. So, meine letzte Tat für heute Morgen. Zäune kontrollieren. Irgendwo ist nämlich ein Fehler. Das Stromgerät piepst nämlich. Und der piept, wenn irgendwo nicht genug Spannung drauf ist, also wenn irgendwo der Stromfluss unterbrochen ist. Deswegen laufe ich hier nämlich einmal längst. Überall besonders schön. Aber hier ist irgendwo ein Fehler, weil hier hat er noch vollen Ausschlag. Oben auch. Da auch. Und da wird es irgendwie weniger. Aha, ich weiß auch warum. Da schmort nämlich die Ritze durch. Das müssen wir irgendwie tauschen. Das ist halt immer mit diesen Knoten so ein Problem. Wir haben so ein starkes Stromgerät da dran, dass der echt ruckzuck, da ist auch wieder voller Ausschlag, die Litze anschmort. Also diese Ecke hier, da müssen wir einen Litzenverbinder hinmachen. Dann geht das nämlich wieder. Und hier geht nämlich der Strom rüber zu den Jungs. Und da kommt nämlich dann nichts mehr an. Das ist der Fehler an der Sache. Ja, da kommt nichts an. Das heißt, hier ist wahrscheinlich auch irgendwo die Verbindung durchgeschmort. Da sieht man es. Das kann ich jetzt noch wechseln. Besonders schön bei dem Wetter. Die Jungs haben Spaß da hinten. Das sind ja die Hengste, die Mini-Hengste. Easy Hengste und Stormy als einziger Wallach, aber der verträgt sich ja leider überhaupt nicht mit dem Fake hier, deswegen steht er in der Gruppe. Und ja, wunderbares Wetter, bestes Wetter, es wird alles langsam matschig und das muss ich jetzt mal hier irgendwie reparieren. Da ist das Problem. Naja, ich werde das jetzt mal reparieren und hoffe, euch hat der kleine Einblick hier in meinen Stallalltag gefallen. Die Mini-Hengste übrigens, die vier Deckhengste, die stehen noch bei uns zu Hause im Offenstall. Also wir wohnen ja nicht hier an diesem Stall. Wir haben zu Hause noch einen Offenstall. Da stehen im Moment die vier Hengste noch. Bleiben wir auch noch einen Moment, bevor die auch mit hier hochkommen. Aber das dauert noch ein, zwei Wochen. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat der kleine Einblick gefallen. Und wenn ihr noch irgendwelche Videowünsche habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich sage hoffentlich bis bald.